Ich habe hier in letzter Zeit sehr viele neue Tricks als Zirkusartistin im Zierrad trainiert und viele Leute von euch fragen so ein bisschen, was ist denn überhaupt schwer, was ist denn leicht? Sie verstehen auch gar nicht so richtig, warum ich einige Sachen trainiere, die vielleicht nicht so gut aussehen, aber schwer sind. Und deswegen wollte ich so ein bisschen mehr erklären, wie kann man einschätzen, ob irgendwas schwer ist oder leicht, wenn man sich ganz normal dreht. Also nicht jetzt über irgendwelche komischen Achsen, sondern einfach nur über seinen Füßen im Prinzip. Wenn man vier Kontaktpunkte hat, ist es am allerleichtesten. Man kann das Rad mit beiden Händen und mit beiden Füßen steuern. Wenn man einen von den Kontaktpunkten wegnimmt, also jetzt zum Beispiel einen Arm wegnimmt, dann ist es schon um einiges schwerer. Es ist immer leichter, Füße wegzunehmen, als Arme wegzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Fuß weg, das wäre so der erste Schritt, ein bisschen schwieriger. Wenn ich sage, ich nehme einen Arm weg, auch ein bisschen schwieriger. Wenn ich sage, ich nehme beide Füße weg, sehr viel schwieriger, denn jetzt habe ich nur noch zwei Kontaktpunkte. Und wenn ich zum Beispiel einen Arm und einen Fuß wegnehme, ist es von den schwersten Tricks, die man machen kann, während man sich normal dreht. Dann gibt es natürlich noch andere Achsen. Man kann über seine Hände rollen, man kann hier so Front Handsprings und Back Handsprings machen. Und dann wird das Ganze natürlich noch viel schwieriger, aber man kann immer so ein bisschen von dieser Basis ausgehen. Umso mehr Hände und Beine am Rad, umso leichter, umso mehr weg, desto schwerer.